Sie sind augenscheinlich ein großer Fan vom Schnee. Warum? Ja, es ist einfach das Skifahren, der schönste Sport, den es für mich gibt. Und wenn es genug Schnee hat, jetzt haben wir noch ein bisschen zu wenig, dann ist das was wirklich Schönes. Also ganz besonders mag ich, wenn der Schnee in der Sonne glitzert. Und das ist einfach traumhaft schön. Also man ist richtig verzaubert, wenn man das sieht. Ja, und die Kinder lieben natürlich das Schlittenfahren. Und ja, es ist eine andere Welt, wenn es verschneit ist. Es sieht alles anders aus und ist irgendwie verzaubert. Weil ich am Bodensee aufgewachsen bin. Ich wohne jetzt in Karlsruhe und komme immer wieder gern, wenn es Schnee hat. Wie nutzt du denn den Schnee? Ich gehe normal Touren, aber jetzt, wenn es so wenig Schnee hat, dann mache ich auch mal Langlauf. Was ist denn das Interessante am Langlauf? Dass es unkompliziert ist, dass man nicht so schwere Sachen mit sich rumschleppt und dass man wie beim Joggen sich auch ein bisschen verausgaben kann und schnell sein kann. Touren, hast du gesagt, läufst du auch? Ja. Was ist denn das Interessante an den Skitouren? Bei den Skitouren ist man allein. Das heißt, in der Regel geht man den Berg ganz allein und ist vielleicht in einer kleinen Gruppe, aber man hat nicht so den Rummel außenrum, was man hier schon hat, wenn man einen Langlauf macht. Sie gehen gerne Skitouren. Warum? Was ist das Besondere an den Skitouren? Ja, erstens, die Körperertüchtigung ist ganz speziell in meinem Alter besser, als mit dem Lift zu fahren. Und zweitens, man hat mehr Zeit, man muss nicht anstehen am Lift, man kann sich die Gegend anschauen und das ist einfach viel schöner so, ja. Und gemütlicher vor allem. Ja, wir fahren natürlich auch gern Ski und am liebsten machen mein Mann und ich Skitouren. Ja, das ist einfach das Schönste, wenn man da wirklich in der Natur ist und nicht den Rummel hat und am Skilift warten und die Skipisten, sondern halt wirklich durch den Wald geht und wo wenig Menschen unterwegs sind. Kann man sagen, dass so Winter Ihre liebste Jahreszeit ist? An sich schon, ja. Ja, doch, ist die schönste Zeit, die es gibt.